irgendwas hier los? Habe ich was verpasst? Essen im Lager. Ihr habt Essen für mich ins Lager gebracht. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Vielen Dank. Fleisch und das ist... Das ist auch gut, ja, das kann ich auch gut essen. Nice. Vielen, vielen Dank. So, dann noch das da, dann noch das dann da. Die Show will ich mir hier auch noch reinkommen. Ja, jetzt sollte der Protein-Dings jetzt auch Vitamine und Fett ein bisschen. Und dann sollte es sich so langsam aber sicher wieder hier eingespielt haben. So, die brauchen noch ein paar Sekunden, dann sind die auch durch. Kann ich hier aber schon mal die Steine einstellen, ne? Fällt mir noch das Paddy FF14. Ja, aber guck, irgendwann vielleicht mal. Mal schauen. Wie gesagt, MMO ist halt immer so eine Sache. Müsste ich mal schauen. Es wäre halt, so ein MMO wäre halt eher so ein... Müsste ich mal schauen, wie ich das mache. Vielleicht einfach nur so ein reines Stream-Spiel. Weil ich glaube, für ein Let's Play wäre es ungeeignet für YouTube. Aber... als Stream-Spiel wäre es eigentlich ganz okay. Müsste ich jetzt mal gucken. Wie gesagt, ich will ja eh ein bisschen reduzieren, was die Let's Plays angeht auf YouTube. Dass ich da einfach ein bisschen weniger hochlade. Dass ich mir erstmal so auf drei Let's Plays beschränke erstmal. Und ja, ich sag mal. Wenn dann eigentlich Zeit ist, so streamtechnisch, ein Tag frei ist, dass man dann sagt, okay, ich habe dann halt diesen einen festen Tag oder so und da könnte ich ja dann eigentlich FF14 spielen, ne? Also Bock hätte ich schon mal wieder. Wie gesagt, ich habe es ja schon mal gespielt und es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Es war schon sehr cool. Was halt ganz gut wäre für mich, was ganz praktisch wäre. Ja, Palworld fehlt auch noch, ne? Das muss ja auch noch in die Liste. Also ein Tag Guild Wars, ein Tag FF14, ein Tag Echo, ein Tag 7 Days und dann noch ein Tag Palworld. Ja, aber dann wird schon wieder sehr sportlich. Guild Wars ist, muss ich gucken, habe ich jetzt auch schon eine ganze Weile nicht mehr gespielt. Bei FF14 hätte ich halt den Vorteil, dass ich von komplett vorne anfange und somit nochmal alles steuerungstechnisch und wie halt was gecraftet werden muss etc., dass ich das nochmal alles lerne. Bei Guild Wars habe ich ja mittendrin wieder angefangen und die Hälfte schon nicht mehr gewusst. Das wäre ein kleiner Vorteil sogar noch. Ganz normale Arbeitswoche. Ja, klar. Nur, dass ich halt auch noch arbeiten muss. Also habe ich doppelten Job. Mir graut es eh schon vor morgen. Morgen ist die Hölle los auf der Arbeit. Ich weiß es jetzt schon. Naja. Bildest du dir nur ein?
Was, dass ich noch einen Job hab? Du meinst, ich bin da gar nicht angestellt, oder wie? Gut. So, Haus weiter bauen. Zack, zack, zack. Wie sieht's aus? Habe ich schon irgendwas? Ja, siehst du, da habe ich schon ein paar Steine. Aber den Boden hatte ich auch noch nicht fertig gebaut oben, ne? Da muss ich auch nochmal ran. Hier unten war ich fast durch. Sehr gut. Oh, bis ich meinen ersten Stern wieder kriege, beziehungsweise den zweiten, den ersten hatte ich ja schon. Wird es noch ein wenig dauern? Kann ich noch ein paar von denen herstellen, aber auch nicht mehr so viel. So, habe ich hier noch irgendwas? Oh, da ist ja noch mehr gelandet. Dankeschön. Oder nicht? Doch, da. Da. Und was ist das hier? Okay, damit muss ich noch ein bisschen warten. Das hat noch ein wenig viel Protein. Auf jeden Fall steigen meine Punkte schon mal. Jetzt bin ich schon bei 28,6. Das sieht auch schon mal gut aus. Es geht in die richtige Richtung. Aber ich frage mich gerade, wie ich das beim Ding gemacht habe. Wo ich das alleine gespielt habe. Da war ich doch irgendwie bei, keine Ahnung, 120, 130. Und ich habe mich ja komplett schlecht ernährt. Also so richtig schlecht. Wie habe ich denn das angestellt, dass ich da so viele Punkte hatte? Und ein Haus hatte ich ja auch nicht. Da war ich ja gerade erst am Machen. Für die Aufgaben war das.
Überlegen. Kann man schnell was schauen? Kann ich hier schon was verbessern? Nee. Nur nicht. Da fehlt noch ein bisschen was. Da müsst ihr auch gucken, dass ich das richtig skill diesmal. Dass ihr jetzt nicht den falschen, das falsche Ding auswählt. Also ein Bison. Ich wollte kurz sagen, wir schleichen hier lang. Was wollte ich jetzt machen? Irgendwas wollte ich. Ich hatte gerade irgendeinen Gedanken im Kopf. Jetzt ist er weg. Tja. Da war der Gedanke, jetzt ist er weg. Also, du hast jetzt eine volle Aufmerksamkeit. Toffi meinte, die FF7-Demo zu spielen. Ah, okay. Also er wollte doch nicht FF14 machen. FF7. Okay. Ja, hätte mich auch ehrlich gesagt gewundert, wenn der eine MMO angefangen hätte. Hätte mich gewundert. Aber gut. Er macht FF14 noch, aber nicht heute, okay. Ach so, so meinst du. Jetzt verstehe ich. Ja, aber was ist der Grund, warum du FF7 bei ihm nicht guckst? Wolltest du dich nicht spoilern lassen? Oder kein Bock auf das Spiel? Spoiler, okay. Ja gut, das ist dann auch blöd. Bei so einem storylastigen Spiel ist das halt echt doof dann. So, ich muss irgendwas hier brutzeln. Am besten Fall Mörtel. So, ich mach mal. Ich sehe nichts mehr. Ganz schnell meine Sichel heile und dann gehe ich mal ganz viel Pflanzenfasern sammeln. Dann lasse ich hier ganz viel Mörtel durchlaufen. Dann kriege ich ja wenigstens wieder ein paar Punkte. Beim Lagerfeuer. Ja. Da kriege ich auch Pflanzenfasern von. Demo auch nicht. Wirst du so oder so kaufen. Ja, verstehe ich. Bei manchen Spielen würde ich das auch machen. So. Sagen, okay, warte ich bis zur Vollversion und spiel die dann. Und nicht die Demo. Den ersten Teil, deswegen bezweifelst du, dass der zweite dich enttäuschen wird. Ja. Also, der erste soll ja auch richtig gut gewesen sein. Hab mir jetzt nicht gespielt, aber hab bisher nur Positives gehört. Aber
Aber ich habe allgemein nicht so viel Negatives über Final Fantasy im Großen und Ganzen gehört. Also. Wo ich den nächsten Punkt draufsetze, gute Frage. Ich schau grad mal. Wahrscheinlich mal. Ich denke, auf Bergbau werde ich gehen. Ich glaube, das macht Sinn. Bergbau, Steinmetz, Glasverarbeitung, so in dem Bereich würde ich, glaube ich, gehen. Ja, Glasverarbeitung. Hier wird Glas dann verarbeitet. Das Lagerfeuer war nicht gut, den hätte ich mir sparen können. Ja. Rein theoretisch schon, stimmt. Ich wusste jetzt nicht, wie das jetzt hier mit dem Mitspielen aussieht, wer jetzt dabei ist. Deswegen habe ich den als erstmal drauf gemacht, dass ich überhaupt ein bisschen was kochen kann. So richtig auf Lager, also auf Kochen gehe ich auf jeden Fall nicht. Das wäre jetzt der einzige Punkt, den ich da setze. Das ganze weitere, tiefere Zeug, was da kommt, das mache ich jetzt erstmal nicht. Was? Uff, okay, ich werde den ganzen Tag angeschrien. Wer schreit denn hier? Schreikatze schreit. Oh Gott. Habe ich ja mal ein paar Pflanzenfasern. Die kann ich ja schon mal durchbrutzeln. So. Ja, das ist doch schon mal einiges, was hier rausgeht. Sehr schön. Sehr gut. Dann kann das schon mal schön durchlaufen. Ich schmeiß das gerade mal alles da oben rein. Da habe ich auch noch welche. Das habe ich auch noch. So, hatte ich hier noch irgendwas produziert, was ich benutzen kann? Ja, die kann ich zum Beispiel schon mal mitnehmen. Langsam wird's, ne? Langsam wird's. Ist eine Reliktangel fertig? Ich habe auch eine Angel, aber keine Reliktangel.
Dann benötige ich einen ganzen Haufen. Na, wobei ich kann schon mal ein paar durchjagen hier. Einen Haufen Steine. Spitzhacke ist auch was kaputt. Zack. Einmal reparieren. Wunderbar. Deine leuchtet. Angeberin. Meine kann nicht leuchten. Vielleicht kann ich meine Uhr mit Leuchtfarbe hier einpinseln oder so, dann leuchtet meine Angel auch. Das geht bestimmt. So. Kann aber reinschmeißen. So, wie sieht's aus mit dem Futter? Ich muss immer noch ein bisschen an den Proteinen sparen. Ja, das ist noch ganz gut. Das können wir noch machen. Langsam wird's. Bin so froh, wenn ich hier aus dieser Steinzeitalter-Dingens raus bin, ne? Wenn ich wieder Eisenwerkzeug hab. Jetzt habe ich die einmal gehabt, jetzt war ich so verwöhnt. So drüber gefreut, dass ich die habe. Jetzt stehe ich hier wieder bei den ollen primitiven Dingern, die nichts abbauen. Schnellstmöglich eine Schmelze bauen. So, nochmal welche herstellen. Auf das hier umswitchen. So, das kann ich schon wieder zubauen. In meinem Karren muss ich da jetzt erstmal nicht mehr durch.
jetzt nicht hin. So. Der kann weg, ne? Der steht da echt ungünstig. Ryan, dein Einsatz? Mit dem Ball offen. Herstellen. Ich darf wieder ein paar herstellen. Schlimmste ist, ich muss immer mitsingen, wenn ich es poste. Ich habe keine Steine mehr. Oh, meine ganzen Steine aufgebraucht. Ja, das ist aber... Das ist ja doof. Da muss ich wohl weiterhacken.